So Leute, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video und wir haben jetzt ein spezielles Thema. Es geht nochmal hier um den Bäcker, der aus Hannover kommt, der Herr Brosselmann. Und da habe ich ein Video drüber gemacht, denn er hat ja ein wirklich sehr bewegendes Video gemacht dazu, was aktuell in unserem Land los ist, dass es ihm relativ schlecht geht, dass er einige Filialen schließen muss, wahrscheinlich auch Mitarbeiter entlassen muss und dementsprechend auch noch wirklich einen emotionalen Ausbruch hatte und vor Kamera geweint hat. Und jetzt haben mich aber von euch einige darauf hingewiesen, vielen Dank an der Stelle, dass der Mann aber auch öffentlich sehr häufig schon in den letzten Jahren in Kritik stand wegen seiner Arbeitsbedingungen, die er zur Verfügung stellt und genauso auch ganz aktuell. Denn da, und das Schreiben existiert bei Twitter, wurde das nämlich gepostet und das scheint wohl auch verifiziert zu sein. Die Welt und auch viele andere Nachrichtenseiten haben darüber geschrieben und er selber hat auch gesagt, ja, das Schreiben ist richtig, das ist von mir. Und dementsprechend geht es jetzt genau darum. Er sagt nämlich, also man muss ja zwei Seiten jetzt sehen. Also ich glaube, dem Mann geht einfach die Muffe auf Grundeis, wie man so schön sagt. Insofern, dass die Nerven einfach blank liegen. Aber das Verhalten, was er jetzt an den Tag legt, ist keines das, was einem Selbstständigen oder überhaupt einer Führungsperson wirklich gerecht wird. Das muss man einfach so klar ausdrücken. Denn er macht hier, ich sage mal in Anführungsstrichen, ja schon Drohung kann man das Ganze nennen. Zitat: Krankmeldungen werden wegen Erkältung ohne Fieber werden nur mit vorgelegter Corona-Testierung akzeptiert. Andernfalls werden wir keine Lohnfortzahlung zahlen. Ja, das ist ja totaler Schwachsinn. Also wenn ich zum Arzt gehe oder jetzt aktuell anrufe und die Bescheinigung, den gelben Schein bekomme, da steht ja für den Arbeitgeber gar nicht drauf, warum ich krank bin. Das darf der ja gar nicht wissen. Das ist ja arbeitsrechtlich schon mal totaler Unsinn. Und genauso geht es dann hier auch noch weiter. Während seiner Freizeit, Zitat, nicht ernsthaft und strikt zu Hause bleibe, sich auf Partys, Kindergeburtstagen oder Treffen mit Freunden leichtsinnig infiziert, gefährdet die Firma und die Kollegen. Das ist generell richtig, aber nichtsdestotrotz hat mein Arbeitgeber mir bestimmt nicht vorzuschreiben, was ich in meiner Freizeit tun und lassen werde. Und genauso auch nochmal zurück zu dem Punkt, wenn ich erkältet bin, ohne Fieber zu haben, will er ja, dass ich weiterhin arbeiten gehe. Jetzt stellt euch mal vor, ihr geht jetzt zum Bäcker. Und die Damen und die Herren, die da arbeiten hinter der Theke, sagst du jetzt 5 Brötchen auf einmal, niest da jemand dann so hoffentlich in seine Armbeuge. Ja, sorry, aber von denen würde ich mich jetzt nicht so gerne bedienen lassen. Das ist ja auch ein hygienischer Punkt, der da eine ganz große Rolle spielt. Weiterhin, diese Mitarbeiter werden sofort fristlos entlassen, einschließlich weitreichender Regressansprüche wegen schwerer Unternehmensschädigung. Also ich frage mich, auf welcher Basis das Ganze passieren soll. Das ist nicht mehr nachvollziehbar, was hier für Ideen rausgehauen werden, wie ich finde, von dem Herrn. Also im ersten Video habe ich ihn wirklich sehr, sehr gefeiert für seinen emotionalen Auftritt, der meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt ist, immer noch weiterhin. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch hier dafür Sorge tragen und über informieren, dass diese Arbeitsbedingungen, zumindest so wie er es jetzt in diesem Schreiben gemacht hat, nicht ganz so korrekt sind, um es mal ganz nett auszudrücken. Schreibt eure Meinung gerne unten rein. Bis zum nächsten Video und ciao.